questa giusta e capita non sta per separare, mi pare un po'. Größere Türme. Wir haben jetzt mal zwei gleiche Türme geplant, wie wir gerne sehen, die könnte eine fertigstellen. Er hat 128 Millionen Euro auf dem Privatkonto. Ich habe auch überlegt, meinen Beruf zu wechseln. Ja. Die lassen immer weiter, aber zum nächsten. Wieso? Wir haben angeblich keine Söhne. Gell? Woher kommen Sie? Aus Bayern. Bayern. Mhm. Kommen aus Schwäbisch Hall. Auf diese Steine können Sie bauen. Ja. Ich komme aus Deutschland und aus Ungarn. Ich bin von zwei Müttern geboren worden. War eine schwere Geburt. Der Restaurant Fiegermüller, der unterste Küchenhof. Rechte Seite der Gutenberg-Denkmal im heißen Gebäude, der ehemalige bayerische Botschaft. Ne? Parade mit Musik. Ne? Ach ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Der älteste Platz in den unteren ist der römische Museum. Der Eingang zum Römermuseum. Nur der Blumen oder Vermählungsblumen, die der Blumen darstellt, die Vermählung von Mario und Josef. Ja.
3 Uhr in Italien, nur eine normale Uhr mit römischer Zeit, wo wir am Mond fahren. Und die Uhr war sie im Schlafzimmer. Sie war ganz selten hier, sie war lieber in Ungarn oder Bad Ischl oder Griechenland. Die hat eine gute Schwiegermutter gehabt, eine Schwiegermutter. Kaiser Franz II., der war mein erster Enkelsohn und der war der Großvater von Franz Josef. Das alte Parlament renoviert. Dann später wieder weg, also keine Panik, das bleibt nicht. Die rechte Seite wäre Portugal, der gegen Napoleon gewonnen bei Aspas. Auf der linken Seite ist der Prinzregent von Savoyen, der zweite Türke Belagerung war bei Ludwig Erskine. Das Interessante ist, wenn ihr Pferde stattfindet, das Pferd steht auf zwei hinteren Beinen, der Dürke, derjenige, der auf dem Pferd ist, die Schlacht steht. Das Pferd steht normal, da reicht jetzt keine Herz, wahrscheinlich so ein Pferd steht. Und auf dem rechten Seite Naturhistorische Museum gegenüber Kunsthistorische Museum. Beide Gebäude spiegeln durch gegeneinander. Ganz leicht zu merken. Das Kunsthistorische Museum ist von Staatsoper, das ist Kunst zu tun. Das Naturhistorische Museum ist vom Parlament, dort ist Affentheater. Übrigens schon ist der Mariaförder Platz und der Mariaförder Denkmal 16 Meter hoch, weil sie hatte 16 Kinder gehabt. Ne? Ich hatte keine Fernseher und Internet, die hat ja chronisch schwanger. Der neueste Teil von der Hochschulpalast 1913 gebaut, Nationalbibliothek und Weltkultur. Der zweite Weltkrieg von dieser Balkon hat Hitler den Anschluss angekündigt für Österreich und über ein Landsmann. Was interessant ist, da oben sind ganz viele Kamine. Ne? Ja. Davon ist nur 8 normale Kamine, andere sind nur Dekorationen. Ne? Damals, wenn jemand viele Kamine hatte, ein reicher Mann, der konnte heizen. Vielleicht heutzutage wird auch so. Ne? Ja. Das symbolisiert den Reichtum. Ne? Der Teil von der Hochschulpalast über 1000 Jahre alt, der Schweizer Platz. Das Schweizer Tor, damals zur Schweizer Garde bewacht wurde, ist eine Schatzkammer. Damals in diesem Grab waren Beeren drin, als Wache. Keine Himbeeren, Brombeeren, Nektarbeeren. Und da wollte keine durchgeführt werden.